Sie sind hier, 27. Juni 2018, 8.19 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Andi Schmidt von den Rhein-Neckar Löwen gehörte zu den Kandidaten bei der Wahl zum Welthandballer. Urheberrecht Getty Images, peinliche Schlappe für den Handball. Weil sich zu wenige Medien und Fans für die Abstimmung interessieren, wird die Wahl zum Welthandballer abgesagt. Aufgrund der geringen Wahlbeteiligung hat sich der Handball-Weltverband IHF entschlossen, die Auszeichnung zum Welthandballer 2017 ausfallen zu lassen. Das meldete der Mannheimer Morgen. Berücksichtigt man die hohe Bedeutung dieser Auszeichnung, so war die Wahlbeteiligung zur Wahl zur Welthandballer in des Jahres 2017 im Medien- und Fanvoting nicht hoch genug, um letztendlich wahlentscheidend sein zu können, sagte IHF-Sprecherin Jessica Rockstroh der Zeitung auf Anfrage. Aus diesem Grund sei bedauerlicherweise entschieden worden, die Auszeichnung in diesem Jahr nicht zu vergeben, so Rockstroh. Die Abstimmung im Internet endete am 20. Februar. Nominiert waren Andi Schmidt, Rhein-Neckar Löwen, Nikola Karabatic, Sander Sargosen, beide Paris Saint-Germain, Lukas Hendrik, Vardar Skopje und Domagoj Stupniak, THW Kiel. Einzige deutsche Gewinner waren bislang Daniel Stefan, 1998, und Henning Fritz, 2004.